Ja, ich war ja auf der Comic-Con 2017 gewesen in Dortmund und da habe ich mir erstmal so ein Movie-Bag geholt. Und was da so drin ist, das werden wir jetzt nämlich sehen. Also viel Spaß nach dem Intro. Ja, moin moin Leute, was geht? Und ja, wie gesagt, willkommen. Wir haben nämlich jetzt so ein Terminator-Beutel, ich sag mal so, der gehört jetzt halt damit zu. Reset of the Future, Genesis. Der Film war ganz okay gewesen, kann man sich angucken. Und so, ich war an so einem Stand gewesen und da sollte das Ding hier halt 10 Euro kosten. Er sagt, hier sind Sachen im Wert von 60 Dollar drin. Ob das jetzt wirklich so ist, das weiß ich noch nicht. Aber wichtig, eins habe ich schon getauscht und das werde ich nämlich gleich nochmal erläutern. So, machen wir das mal auf und gucken mal, was da drin ist. Die Tasche an sich, würde ich jetzt so sagen, könnte so 5 bis 8 Euro wert sein. Und dann schauen wir mal rein, was nämlich Item 1 ist. Item 1 ist ein Comic. Captain America Homecoming. Also Nummer 1, aber das ist ja so ein echt billiges Comic. Also, ja, ist mehr so eine Gratis-Reingabe. Aber schauen wir, dass so wie Spider-Man ist, finde ich das ganz nice. So, da kommen wir zu Item 2. Item 2 ist ein Mauspad. Sehr geil, weil ich habe ja oben jetzt mein Setting, habt ihr ja schon gesehen, das baue ich mir gerade so ein bisschen langsam auf für die Trailer-Reactions. Und dann passt hier so ein Lentilocar, sieht man ja auch so ein bisschen, ein Lentilocar Mauspad, ganz geil. Das finde ich super. Also das finde ich schon mal sehr nice, weil an sowas kommt man ja auch mal ein bisschen schwer ran. Außer man macht Verlosungen wie ich oder so und macht Kooperation mit den Filmverleihern. So, dann kommen wir zu Item 3. Da gibt es aber eine kleine Geschichte zu. Wir haben, also Thomas hat das mit den von Shocking Hazard vertauscht und ich habe auch was vertauscht. Aber kommen wir gleich zu. Die sind ganz geil, die Schilder. Ich bin ja schon überlegen, ob ich die auf der Arbeit verteile. Mal gucken. Also, auf jeden Fall haben wir hier einmal The Yes Man. Ne? The Yes Man. Dann haben wir einmal The Muzzle Head. Dann haben wir hier noch The Doodler. Wobei das mir jetzt gar nicht einfällt, was das überhaupt heißt. Aber The Boss. Ne? Also The Boss. Schilder sind ganz cool, wenn man natürlich im Büro arbeitet, ansonsten oder auf Conventions sich einen eigenen Stand machen würde, könnte man das auch nutzen. So, das ist auf jeden Fall The Baby Boss, kommt man auch nicht so leicht dran. Ja, ich meine jetzt das Mauspad, sagen wir mal 5er und das so 5 bis 8 Euro. Da sind wir ja schon mal bei, haben wir schon mal unsere 10 Euro raus. Aber ansonsten kommen wir jetzt erstmal zu Item 4. Item 4 ist ein Schlüsselanhänger. Ja, ganz cool, von Batman vs. Superman. Kann man jetzt hier so sehen. Das ist ein bisschen unscharf, weil ich habe die Kamera so ein bisschen eingestellt. Muss ein bisschen rumspielen, jetzt nehme ich eine neue Kamera. Ich habe mir nämlich jetzt eine Panasonic G70 gekauft, da muss ich noch ein bisschen rumspielen. Ansonsten, ja, ein nice to have halt, ne? Also das kann man haben, muss man jetzt nicht. Ich würde auch sagen, so, wenn ich das kaufen würde für 3, 5 Euro wahrscheinlich. Also 15 Euro insgesamt. Kommen wir zu Item 5. Da haben wir auch einen Batman vs. Superman Schlüsselanhänger, der eigentlich ziemlich cool ist, weil der ist nämlich ziemlich schwer. Aus Edelstahl oder aus hier scheint wohl zu sein oder keine Ahnung. Wahrscheinlich so aus. Müsste man jetzt einen Magnet rausholen, aber ansonsten kriegt man das auch nicht im freien Verkauf. Dieses Item is not a toy. Ist ja wohl klar, ne? Das ist auf jeden Fall ein Schlüsselanhänger von Batman vs. Superman. So, da kommen wir zu Item 6. Ja, ist schon ein bisschen voll gepackt, ne? So, da haben wir ein PV Card Wallet. Auch von Dr. Strange. Okay, da hat Thomas mir von erzählt. Aber das ist ganz cool. Dann Visitenkartenhalter sein hier, ne? Also da werde ich auf jeden Fall meine Visitenkarten reinmachen. Das ist hier Dr. Strange. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so scharf stellen kann. Das macht das eigentlich normalerweise nicht. Nee. So, und das ist auf jeden Fall eine Visitenkarte von Dr. Strange. Und ja, finde ich auch ganz okay. Also für Conventions kann man dann zücken und zack hat man die gleich. Also auch ein nice to have, sage ich mal. So, dann kann ich auch mal so sagen, Simple Playboy ist bei 20 Euro. Sind Sachen bei, wo ich sagen würde, wenn so Sachen dabei, da sage ich so, ja, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Aber es geht trotzdem. Aber es geht trotzdem jetzt weiter mit. Ich glaube, ich war bei Item 7, ne? Item 7. So, Item 7 ist ein Miss. Also, ja, hier, fantastische. Nee. Die Wunder. Wie hieß doch der Film? Wundersache, wie das mit den Kindern war, ne? Habe ich noch nicht gesehen, wollte ich mir noch mal angucken. Ja, ist ein Pin-Badge. Also sowas wird dann auf jeden Fall mal eine Verlosung kommen. Gut. Dann geht's weiter mit Item 8. Item 8 ist auf jeden Fall auch wieder was von Dr. Strange. Das habe ich schon dann gefragt. Ach, das sind auch Pin-Badges. Okay. Aber die sind mal cool. Ah, die sind geil. Also auch Pins. Und das sind aber sehr coole Pins, ne? Kann man hier so sehen. Also die gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Allein das hier, das Buch, was der dann, ich weiß nicht, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, das Buch jetzt hier heißt.
der den Film gesehen hat. Auf jeden Fall ein toller Film. So, und das ist auf jeden Fall Item 9, glaube ich jetzt, ne? Oder 8? Nee, 8. 8 habe ich gesagt. Dann kommen wir zu Item 9. Item 9 ist, glaube ich, eine Flagge von Batman vs. Superman. Yeah, cool. So, dann kommen wir zu Item 10. Oh, wieder ein Pin-Badge. Naja, so viele Pins wollte ich eigentlich auch nicht sammeln, aber das ist ja Marvel, ist schon wieder cool. Das ist aber nice. Einmal die Iron Man-Seite und einmal die Captain America-Seite. Das ist schon wieder cool. So. Gut, und dann kommen wir zu Item 11. Da haben wir nochmal irgendwie ein Quicksilver Lentilocar-Card. Ja, muss mal gucken, was ich damit machen werde. Weiß ich auch noch nicht. Dann haben wir noch 12. Okay, das ist nochmal ein Lentilocar-Card. Alter Schwede. Eine Lenticular-Card. Mit Professor Xavier. Wahrscheinlich sind noch welche drin. Ne? Dann haben wir noch ein Ice Age Pin. Also sind einigermaßen Pins drin. Ne? Dann haben wir noch bestimmt noch ein Pin. Ah, das ist Exodus. Okay. Gods and Kings. Den habe ich, glaube ich. Ah, den habe ich gesehen. Den fand ich nicht gut. Einmal Exodus. Ja, kann man sich angucken. Da war mal Christian Bale. Dann habe ich hier noch. Okay, das sieht doch wieder ganz cool aus. Ah! Von Indiana Jones ist das hier so eine Medaille, ne? Aus den, ich weiß jetzt nicht mehr, ist das nicht der mit den Totenschädeln, wie heißt er? Ich habe sie noch nicht gesehen, stand über mein Haupt. Ich habe sie mir aber gekauft und werde mir die nochmal angucken, also, ne? Aber das ist dann schon mal ganz cool. Das, sowas kriegt man auch nicht so öfters und das finde ich schon nice. Gut, dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich jetzt gewesen war. Ich hole jetzt mal alles raus. Da ist sie nämlich auch fast, glaube ich, leer. Ja, da haben wir ja noch Gänsehaut, hier noch so ein Schlüsselanhänger und Lentilocar-Card, noch eine und noch eine und dann irgendwie noch zu Maze Runner noch ein Schlüsselanhänger und noch eine Card. Also vieles werden auf jeden Fall in Boxen, in Verlosung kommen und eine Sache fehlt, ich habe nämlich ein, das kann man nämlich jetzt hier ganz kurz sehen, ich habe nämlich diese Tasche gegen dieses Shocking Hazard T-Shirt getauscht. Also, das ist schon mal auf jeden Fall besser als diese Batman vs. Superman Tasche. Geht auf Shocking Hazard, der Link ist natürlich hier drin. Und ja, ansonsten könnt ihr mal die Jungs abonnieren, sind sehr cool drauf. Ja, das war mein Unboxing gewesen. Was haltet ihr von den Sachen? Da sind ja ganz coole Sachen dabei. Auf jeden Fall mehr wert als 10 Euro. 60 Euro sehe ich ein bisschen schwarz, wobei wenn man alles zusammenrechnet, dann geht das eigentlich. Ja, Leute, ab in die Kommentare und dann würde ich sagen, Leute, ne, Like, Abo nicht vergessen und bis dann und ciao und bam! Possible.